Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen wieder in unserer Serie im Gespräch des Dialogzentrums Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Im Rahmen unserer Serie im Gespräch möchte ich heute mit einer neuen Serie innerhalb dieser Serie beginnen. Die möchte ich nennen Aus der Praxis für die Praxis. Und das hat einen bestimmten Grund. Ich habe mir gedacht, wir interviewen sehr häufig natürlich Wissenschaftler. Wir haben über die Demenzstrategie, die nationale geredet und viele, viele andere Dinge. Und aber es ist natürlich extrem wichtig, weil wir immer davon reden, dass es einen Zusammenhang oder dass es einen Austausch geben muss zwischen Praxis und Forschung, dass wir natürlich auch Leute zu Wort kommen lassen, die wirklich in der Praxis stecken, die genau wissen, über was sie reden. Und in diesem Zusammenhang freue ich mich ganz besonders, heute einen alten Weggefährten begrüßen zu können, nämlich den Johannes van, jetzt frage ich nochmal, Johannes van Dijk oder Johannes van Dijk? Dijk. Dijk. Ja, ich probiere es. Also wie Sie schon am Namen hören können, zumindest ursprünglich ein Holländer, ich glaube noch immer ein Niederländer, wenn ich mich nicht irre. Ja, doch. Du bist nicht, hätte ich beinahe gesagt, konvertiert, sondern bist weiter Holländer. Und wie Sie schon an meiner Begrüßung merken, wie gesagt, wir kennen uns seit ungefähr 20 Jahren und wir haben viel zusammen gemacht, viel zusammen gearbeitet. Ich habe ja auch mal so eine Fachzeitschrift herausgegeben bis vor 2 Jahren, in der hat der Johannes auch viel geschrieben. Und ich freue mich einfach sehr, dass er heute Morgen sich die Zeit genommen hat, mit uns zu sprechen. Wir wollen über 3 wesentliche Dinge sprechen. Zum einen über seine Tätigkeit, die er innehat in der praktischen oder in der gerontopsychiatrischen Versorgung. Ist mir ganz wichtig. Dann ist er Mitglied des Vorstandes der deutschen Expertengruppe Dementenbetreuung. Auch darüber werden wir sprechen. Und ich möchte mit ihm wie immer dann in dieser Serie auch über die Zukunft der gerontopsychiatrischen Versorgung in Deutschland, aber auch vielleicht woanders noch sprechen. Das sind so die 3 wesentlichen Punkte, die ich vorhabe, heute mit dem Johannes zu besprechen. Wir wissen beide wie immer nicht so genau, was am Ende dabei rauskommt. Aber das macht es ja gerade für uns spannend und für Sie hoffentlich auch. Und es geht mir also darum, Menschen in dieser Interviewreihe zu haben, die wirklich etwas zu sagen haben, die aus der Praxis stammen und Menschen, von denen wir alle vielleicht etwas lernen können, aber natürlich auch, wo wir unterschiedlicher Meinung sein können. Denn darum geht es auch. Ja, also wenn der Johannes oder andere Leute etwas sagen, mit dem sie nicht einverstanden sind, dann fühlen sie sich frei, in den Kommentaren unter diesem Video oder per Mail oder wie auch immer das zu kommentieren, ihre eigene Meinung zu äußern. Denn ich glaube, davon lebt, von diesem Diskurs lebt auch die Weiterentwicklung. Genug der Worte zu Beginn. Ich möchte jetzt den Johannes einfach selber einmal bitten, sich vorzustellen. Bitte schön, Johannes. Ja, ich komme aus Holland ursprünglich, bin da geboren in 1957 und werde in diesem Jahr 65. Aber das finde ich so ein Meilenstein. Aber ich muss ja noch ein bisschen länger arbeiten. Aber ich habe in Holland, ich denke, es ist wichtig auch für meine jetzige Tätigkeit, ich habe mein Abitur gemacht, dann habe ich danach eine Ausbildung gemacht zum Bauingenieur, war dann 2 Jahre tätig in einem Ingenieursbüro und habe dann irgendwann gemerkt, von, das ist mir zu weit entfernt vom Menschlichen oder irgendwie, ich konnte mir nicht vorstellen, das bis am Lebensende weiterzumachen und hatte ein Bedürfnis, mal was Sinnvolles zu machen und habe dann gemerkt, ich kann in der Pflege eine Ausbildung machen, auch noch ein bisschen Geld verdienen damals und das war für mich eine Möglichkeit, einfach unabhängig eine Ausbildung zu machen in etwas mit Menschen, etwas Gutes für Menschen tun. Ich wusste noch gar nicht, was das ist, aber das hörte sich gut an. Und habe dann in der Psychiatrie in Holland eine 3-jährige Pflegeausbildung gemacht, also berufsbegleitend, in der Psychiatrie gearbeitet und nebenbei in 3 Jahren die Ausbildung, bis ich am Ende dann psychiatrische Krankenpfleger mich nennen durfte. Allerdings konnte diese Einrichtung danach dann keinen Arbeitsvertrag sicher anbieten. Und weil ich das sehr unangenehm fand, habe ich mich entschieden, dann noch mal ein bisschen weiter zu machen und konnte dann in der generalisierte Pflegeausbildung in 1985 in Holland gab es das schon und habe dann noch mal die Pflegeausbildung gemacht für alle anderen Bereiche, nicht nur Psychiatrie, auch Krankenhaus, ambulant Pflege und allem drauf und dran. Ja, und da war ich damit fertig und dann habe ich gedacht, nicht wieder Psychiatrie, ich möchte mal was Neues.
und war dann in einem normalen Krankenhaus tätig, in mehrere Abteilungen, am längsten in der Neurologie. Aber auch da nach 3 Jahren hatte ich das Gefühl von, ich kenne das, ich bin noch jung, muss mir mal ein bisschen, ne, was Neues. Und da kriegte ich einen Anruf und bin dann in der medizinischen Auffang von Asylanten und Flüchtlingen gelandet. Die wurden damals aus dem Jugoslawienkrieg auch ganz viel nach Holland gebracht, eingeladen. Ähnlich wie jetzt die Ukraine-Situation war damals Jugoslawien. Und da habe ich dann 2,5 bis 3 Jahre mich mit deren Leid und deren Probleme beschäftigt und die begleitet. Ja, dann bin ich auf meine Frau gestoßen, in Südfrankreich allerdings, Hamburgerin, und bin dann nach einer Weile, habe ich mich entschieden, nach Hamburg zu ziehen. Sie wollte auch nach Holland, aber hätte da nicht so guten Arbeit finden können. Und ich als Pflegekraft meinte, in Hamburg könnte das ein bisschen einfacher sein. War es dann auch. Und habe dann wieder 5 Jahre im Krankenhaus in Hamburg gearbeitet. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr im Krankenhaus, aber was anderes habe ich erstmal nicht gefunden, so schnell. Und das war so eine Abteilung mit Naturheilverfahren, anthroposophisch, medizinisch, ergänzte Medizin, hieß das, glaube ich, und auch in ein normales Krankenhaus. Und da habe ich ganz viel über solche Dinge gelernt, was auch nicht uninteressant war für mich. Aber dann kamen Kinder, ich habe 2 Kinder, 26 und 28 inzwischen, und da wollten wir eine andere Wohnsituation, weil unser Häuschen war zu klein. Und da habe ich gedacht, da muss ich ein bisschen mehr Geld verdienen und habe dann den Übergang gemacht in der Altenpflege, weil ich merkte, wenn ich da als Führungskraft arbeite, verdiene ich deutlich mehr und dann können wir uns auch ein Haus finanzieren. So, und so bin ich eigentlich in der Altenpflege gelandet. Erstmal beim so einem kommunalen Träger hier in Hamburg. 2 Jahre habe ich das ausgehalten, aber am Ende hielt mein Körper das nicht mehr richtig aus und da habe ich gemerkt, das geht mir, hier gehe ich kaputt, war ganz schrecklich. Da habe ich Sachen gesehen, wo ich dachte, von so möchte ich nicht mit Menschen arbeiten lassen oder so möchte ich das nicht haben. Und das hat mich natürlich auch geprägt für meine jetzige Arbeit, dass ich weiß, wie schlimm etwas sein kann, wenn man nicht gut arbeitet. Und ja, das gibt immer die Motivation, dafür zu sorgen, dass das in andere Einrichtungen. Ich habe mich dann beworben bei meinem jetzigen Arbeitgeber vor ein bisschen mehr als 20 Jahren, war erster Wohnbereichsleitung. Vertretung, und dann musste ich die Wohnbereichsleitungsaufgaben übernommen, weil mein Vorgesetzter krank wurde und habe dann nach relativ kurzer Zeit, nach 2 Jahren, in eine neu gebaute Einrichtung gewechselt und da war ich dann Fachkraft für Gerontopsychiatrie. Da habe ich dann die Auszubildenden bis hin zu Praxisanleitung gemacht, Prüfungen abgenommen und in 2005 habe ich Detlef kennengelernt bei der ersten Grundkurs Dementia Care Mapping. Mein Anfang im Dementia Care Mapping ist auch nicht unwichtig. Und aus diesem Grundkurs mit Detlef und mit Christine Riesner, kann ich mich noch erinnern, bin ich dann in den fortgeschrittenen Kurs 1 oder 2 Jahre später gekommen, habe meinen Evaluatorbericht gemacht für Dementia Care Mapping und bin dann nach 4-mal eine Training zusammen, einen Grundkurs zusammen mit Christian Müller-Hergel, auch Dementia Care Mapping Trainer geworden. Also ich darf jetzt auch Grundkurse geben. Und in dem Zusammenhang habe ich natürlich immer weiter mit Detlef auch, mit dir Detlef auch Kontakt gehabt. Ja, und das hat natürlich irgendwann, wenn man so eine Ausbildung macht, dann muss man das natürlich auch in der Praxis umsetzen, fand ich. Und das fand auch mein Geschäftsführer und der hat mich dann ermöglicht, erstmal für 50% aus meiner Pflegearbeit auszusteigen und Dementia Care Mapping zu machen. Und er hat auch immer mehr neue Einrichtungen übernommen. Das heißt, andere übernommen und neue gebaut. Und im Moment haben wir 8 Einrichtungen. Und wir haben gemerkt, wenn ich mit 8 Einrichtungen und Dementia Care Mapping mit 50% stelle, das geht nicht. Und irgendwann hat er dann die Möglichkeit geschaffen, dass ich mit zusätzlich auch noch die Aufgabe Fortbildung für die Mitarbeiter zum Thema Demenz, Gerontopsychiatrie und Dementia Care Mapping, hat er dafür eine Stabsstelle geschaffen. Und da arbeite ich seit 2012 Vollzeit in diese Stabsstelle. Dankeschön erstmal, Johannes, dafür, für die kurze sozusagen Einführung in deinen beruflichen Werdegang. Nicht ganz unüblich, wenn man sieht, also es gibt ja viele Quereinsteiger, die auch gerade in die Pflege gehen. Und das, was du natürlich beschreibst, diese Idee, etwas
tun zu wollen, etwas Sinnvolles tun zu wollen, ist natürlich eine tolle Motivation, in diesem Beruf zu arbeiten. Du redest gerade darüber, über das Dementia Care Mapping, vielleicht ein paar Worte dazu. Dementia Care Mapping ist ein Verfahren, entwickelt worden von Tom Kitwood und Kathleen Breeden, einer Amerikanerin, und zwar indem es sozusagen in drei Schritten darum geht, zunächst einmal zu beobachten, und zwar auf der Grundlage fester Regeln zu beobachten, was tun Menschen mit Demenz in einer stationären Alteneinrichtung, wie fühlen sie sich dabei, wie ist das Miteinander zwischen Pflegenden, Betreuenden und den Menschen mit Demenz, dies dann zusammenzufassen, das dann wiederum in einem nächsten Schritt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu spiegeln, es mit ihnen zu besprechen, was man gesehen hat, und dann quasi in einer Art von Fallarbeit, aber auch in einer etwas breiter angelegten Arbeit mit ihnen zu sagen, zu besprechen, was ist gut, was sollte so weiterlaufen, was ist etwas, an dem wir arbeiten müssten. Und das Schöne an diesem Verfahren kann sein, wenn man es gut macht, eben, dass dadurch, dass man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spiegelt, was man gesehen hat, dass sie auf die Lösungen in der Regel selber kommen, weil natürlich auch ganz viel Fachkompetenz eigentlich da ist. Und da hilft manchmal der Blick von außen einfach auf das Ganze drauf. Wir gehen darauf vielleicht noch später etwas näher ein, aber ich würde jetzt genau an der Stelle ansetzen wollen, wo es nämlich um deine eigentliche Tätigkeit geht. Du sagst, du hast eine Stabsstelle in dieser, wie heißt die, Frank-Wagner-Holding in Hamburg mit 8 Einrichtungen, sagst du. Und was ist da deine Aufgabe, deine konkrete Aufgabe? Du sagst ja, du bist aus der direkten Pflege, bist du raus? Mittlerweile am Anfang zu 50%, aber jetzt mittlerweile ganz, hast diese Stabsstelle. Was ist sozusagen dein täglich Brot, deine tägliche Arbeit mit den Menschen? Ja, da muss ich noch sagen, es gab am Anfang, im 2012, da war ich als Fachreferent, so heißt es so schön, Fachreferent für Gerontopsychiatrie und Dementia Care Mapping, ganz mundvoll. Aber da habe ich sehr viel Dementia Care Mapping gemacht. Also bis zu, ich glaube, 30, 35 Mal im Jahr einen Tag beobachtet. Und nebenbei war dann Fortbildung für Mitarbeiter eine Nebentätigkeit, kann man so sagen. Ja, so pro Einrichtung kann man so sagen, 3-4 Mal im Jahr habe ich dann mal eine Fortbildung gehalten. Und nebenbei war ich auch oft beratend tätig. Also wenn Menschen mit Demenz eine Problematik haben, die herausfordernd ist und man muss Fallbesprechungen machen, dann wurde ich oft eingeladen und habe das dann auch begleitet. Mhm. Also, aber Dementia Care Mapping war in der Anfangsphase doch, man kann sagen, zentral. Ja. Aber im Laufe der Zeit, dann irgendwann in 2016, haben wir eine neue Einrichtung geöffnet hier in Hamburg. Und da wurde mein Aufgabenbereich ein bisschen anders, weil die Einrichtung allerdings auch, ich habe mit dran geschrieben an dem Konzept über die Dementenbetreuung mit meinem Geschäftsführer zusammen mit anderen. Und wir haben da, bin ich der Meinung, ein ziemlich fortgeschritten oder ein sehr gutes Konzept gemacht. Aufgrund von aller Erfahrung aus allen Jahren, die wir hatten, haben wir uns zusammengesetzt, haben gesagt, okay, wie wollen wir unsere Dementenbetreuung jetzt organisieren? Ja, und weil es auch ein bisschen anders ist als üblich und sonst wo, hat mein Chef gedacht, es wäre gut, wenn du in dieser Einrichtung einfach mal dein Büro hast und aufpasst, dass die Mitarbeiter das Konzept auch umsetzen. Also ich war eher so ein bisschen Begleiter in der Anfangsphase. Da hatte ich keine Zeit mehr für Dementia Care Mapping. Aber da habe ich alle Mitarbeiter, die gekommen sind, alle neue, ganz intensiv geschult in personenzentrierte Pflege, in alle möglichen Dinge. Wie macht man das mit Mahlzeitgestaltung? Wie macht man Beschäftigung, Tagesgestaltung mit Menschen mit Demenz? All diese Bereiche, also die haben alle, wenn ich sagen, eine Fachausbildung, aber doch ziemlich gezielt eine Ausbildung bekommen, wie man mit Menschen mit Demenz in allen alltäglichen Bereichen so arbeitet. Ja, und ich war dann eigentlich auch da jeden Tag durch den Haus unterwegs und sah dann, wie die Mitarbeiter arbeiten. Und auch ohne Dementia Care Mapping, nach so vielen Jahren hat man einen Blick. Dann habe ich schon gesehen, aha, da schmiert ein Mitarbeiter ein Brot für einen Bewohner, der es eigentlich noch selbst kann. Und dann bin ich nicht weggelaufen, habe ich gedacht, okay, ich hatte auch die Zeit, dann gehe ich mal auf diesen Mitarbeiter zu und frage ihn mal, warum er das denn so macht, das zu schmieren, welche Überlegungen er dabei hat. Und dann habe ich ihm gesagt, ob er weiß, dass der Bewohner das auch noch selbst kann. Ach so, manchmal wussten die das gar nicht. Aber dann habe ich dir mal gezeigt, wie schön es ist, wenn man das mit denen zusammen macht.
auf dazu gesetzt und haben wir das gemeinsam gemacht. Habe ich dir das gezeigt. Und nicht von, du bist ein Böser, aber einfach so, Mensch, guck doch mal, das, eigentlich ist das doch viel schöner. Findest du auch nicht? Ja, ach ja. Und so habe ich dann immer so Anregungen gesetzt. Und wenn Leute dann das übernommen haben, war ich glücklich. Und wenn die das dann nicht tun, dann habe ich gedacht, hier muss ich doch noch mal eine kleine Fortbildung gezielt zu diesem Thema an den Mitarbeitern anbieten. Jetzt höre ich aber schon viele Leute aus der Praxis, die dir zuhören in diesem Video und die sagen, ja, wenn man einen Arbeitgeber hat, der einem diese Zeit dazu gibt, dann die Brote, also es ist ja klar, dass es, wenn die Menschen ihre Brote selber schmieren und so weiter, das dauert natürlich einfach länger, es ist fachlich richtig, es dauert einfach länger. Ist es so, dass dein Arbeitgeber dann einfach so ist, dass er euch auch diesen Raum und diese Zeit gibt dafür? Ja, da ist schon dein Satz, das dauert ja länger. Da kriege ich dann immer, wenn man die gesamte Dinge, die man mit Menschen macht, da mal anguckt. Wenn ich das Brot schmier und die Bewohner sind nicht glücklich, dann essen die das nicht oder schieben das weg. Ja. Und dann muss ich noch ein anderes Brot schmieren. Und das schmieren, dann essen die 3 Tage nicht und dann essen die 3 Wochen nicht und dann geht der BMI runter. Dann muss ich alle mögliche andere Nahrungs, dann muss ich ganz viel Dokumentation machen, bla bla bla. Und ein Rattenschwanz und dann kommen die Angehörigen und warum rutschen die Hosen alle runter bei Papa? Warum ist der nicht mehr? Und wenn man den Leuten klar macht von Anfang an, dass man es, man muss es natürlich gleich von Anfang an auch machen und dann sind die meisten Bewohner auch in der Lage, an einem gedeckten Tisch auch noch sich selbst was zu nehmen. Und die dürfen dann rumpitschern, solange, die haben ja 24 Stunden am Tag Zeit. Und das Einzige, was ich machen muss, ist in der Nähe sein und vielleicht mal einen Hinweis geben von Johannes, nimm doch noch mal das Messer in die Hand. Ja. Und dass ich da 5 Minuten brauche. Aber wenn ich nach einer Stunde mein Brot geschmiert habe und ich esse es dann, die einzige Arbeit, die die Leute machen, müssen es mich immer mal wieder einmal sagen. Und ich sitze ja nicht alleine hoffentlich an einem Tisch. Und da sind ja noch 6 oder 7 andere Bewohner, die man auch so mit kleinen Hinweise anleiten kann, dann ist am Ende... Oder wo sich die Bewohner dann auch was abgucken können. Wir wissen ja aus Studien beispielsweise, wenn die vielleicht ihr Brot alleine zu schmieren nicht gut hinkriegen, wenn sie aber einen Gegenüber haben, was es vielleicht besser kann, dann schauen ja viele und dann geht es auf einmal. Das heißt also, wenn man es zusammenfasst, könnte man sogar sagen, dass sozusagen so eine personenzentrierte Art zu pflegen in Wirklichkeit sogar Zeit spart. Das bin ich 100% überzeugt. Wenn dann noch ein extra Punkt, und um es den Leuten schön zu machen, hat mein Geschäftsführer gesagt, okay, er findet es wichtig, dass dieses Beispiel für den Menschen gezeigt wird. Und wer kann am besten ein Beispiel sein für diesen Menschen am Tisch beim Essen und beim Brote spieren? Das bin ich, der Mitarbeiter. Also wir haben so einen schönen Spruch, therapeutisches Mitessen. Mhm. Mitarbeiter dürfen sich immer dazusetzen und mitessen. Und das heißt, therapeutisches Mitessen, die dürfen sich nicht Brot nehmen und dann in die Küche oder irgendwie im Dienstzimmer sich hinsetzen und da essen. Nein, die müssen sich dann auch zu den Bewohnern setzen. Ja. Mit denen gemeinsam. Und die Bewohner freuen sich unglaublich, wenn die sehen, dass ich auch was esse. Ja. Und der kümmert sich auch um sich. Ach du, wie oft komme ich durch und dann sehen die mich und wollen mir ihren Brot geben. Und ich nehme es dann nicht an oder sind die unglücklich. Also das hat so ein soziales Gefüge. Und am Ende geht es mir gut, weil ich muss irgendwann auch mal was essen. Und dann habe ich was gegessen und die Bewohner auch. Und dann komme ich nochmal am Punkt. Dafür haben wir noch keine Zeit. Ein kleines Beispiel. Ich muss mal einmal sagen, ich habe um die 300 Tage Beobachtungen gemacht. Also 300 Lebenstage habe ich in Wohnzimmern bei Dementia Care Mapping gesessen und geguckt, wie das Leben da so läuft. Und da sieht man ganz viel. So, und was sehe ich dann oft? Da sehe ich oft die Mitarbeiter, dann ist Abendbrot und dann kommt ein Mitarbeiter und dann müssen die alle schnell essen, weil die müssen ja gleich alle wieder im Bett, ne? Um 6:30 auf die Uhr gucken, von oh Gott, oh Gott. So, und dann haben die alle im Bett um 7, um es mal platt zu sagen, und dann haben die bis 8:30 noch Dienst und dann können die sich ausruhen von ihrer Arbeit. Und dann denke ich, liebe Leute, warum müsst ihr da 1,5 Stunden jetzt sitzen und euch ausruhen oder noch ein Doku schreiben? Warum nehmt ihr nicht einfach die Ruhe, euch dazu zu setzen zum Abendbrot und lasst es ein bisschen ausklingen und macht in diese 1,5 Stunden das, was ihr jetzt in 1/2 Stunde macht, ganz in Ruhe. Für alle besser. Ja.
Nur es bedeutet, wenn man jahrelang und in der ersten Einrichtung, wo ich war, da in Hamburg, da hatten die so ein, man nennt es so schön, funktionale Pflege, da war alles getaktet. Um 9 mussten alle am Tisch sitzen, da gibt's Frühstück. Mhm. Und wir haben uns kaputt gearbeitet, um alle Bewohner um 9 am Tisch zu haben. So, ob es denen gefällt oder nicht. Und dann haben wir das durchgezogen. Und irgendwann, und da ging den ganzen Tag ging das so weiter. Und wir waren nur im Stress. Und die Bewohner auch. Und das ist, da sind die Bewohner werden krank oder die bauen schnell ab und die Mitarbeiter werden krank und alles krank. Also so ein System. Von daher, und da habe ich auch gemerkt, von wenn man das so macht, dass man sich dazusetzen darf, Arbeitgeber ermutet einem, dann ist es schon mal gut. Und dann sehe ich oft, wie das so falsch verstanden wird. Die Mitarbeiter dürfen, ein ganz praktisches Beispiel. Abends um 18 Uhr gibt's Abendbrot auf dem Plan. Und da fangen die um 18 Uhr mit Abendbrot an. So. Und dann sind 2 Mitarbeiter im Dienst, 20 Bewohner. Da liegen 10 in den Zimmern, die müssen auch Essen kriegen, auch ab 18 Uhr natürlich, genau ab 18 Uhr. Da geht eine in den Zimmern und eine bleibt übrig mit 10 in dem Wohnzimmer und kriegt das nicht hin, 10 Leute vernünftig bei Abendbrot zu begleiten. Stress, Stress, Stress. Und da sitze ich und gucke und die Leute, das geht so nicht, Johannes. Und das ist dann die Begründung, da müssen wir die Brote vorher schmieren, damit man die schnell hinstellen kann und so weiter. Und da habe ich die nur auf die Idee gebracht. Ich sage, Mensch, warum geht dann der Kollege jetzt um 18 Uhr in den Zimmern? Wieso muss er um 18 Uhr in den Zimmern die Leute, die da den ganzen Tag sowieso liegen, dann gerade da Essen reichen? Warum tut er dann nicht ein bisschen früher oder ein bisschen später? Und warum seid ihr nicht einfach gemütlich zu zweit um 18 Uhr bei den 10 Bewohnern im Wohnzimmer, setzt euch dazu und dann könnt ihr das. Ach so, auf die Idee sind wir gar nicht gekommen. Und das ist dann Dementia Care Mapping. Man sagt nur, okay, probier es doch mal ein paar Wochen aus und redet doch mal drüber und gucken wir doch mal, wie das läuft. Dann kriegt dich nach 3 Tagen. Aber im Grunde, Johannes, sagst du ja, also ich glaube noch nicht mal, dass die Leute gar nicht von selber drauf gekommen wären. Ich glaube einfach, dass es sogar so ist, dass sie glauben oder dass man vielleicht auch lernt, das müsste so sein, so wie du von der ersten Einrichtung in Hamburg beschreibst, dass man sozusagen ja so angelernt wird, um so und so viel Uhr ist das und so und so viel Uhr ist das und dann müssen die um so und so viel Uhr im Bett sein, weil sonst hat die Nachtwache zu viele Leute, die sie noch ins Bett bringen muss und schafft das womöglich nicht. Oder die Sorge, dass Angehörige kommen und sehen, dass man dort sitzt, ja, und mit den Bewohnern irgendwie Kaffee trinkt oder was weiß ich was. Und ich glaube, an der Stelle bewahrheitet sich etwas, also wenn man das, was du beschreibst, mal Revue passieren lässt, dann kommt man, das sagen wir, dafür muss man ja nicht 30 Jahre studiert haben, um auf die Idee zu kommen, dass man Dinge auch anders machen kann und dass es individuell gemacht werden muss. Und trotzdem hat es, glaube ich, einfach damit zu tun, dass der Fisch bekannterweise vom Kopf anfängt zu stinken und nicht vom Schwanz. Also dass von oben diese Freiheit, also von der Geschäftsführung, von Stabsstellen und anderen Leuten, einem auch diese Freiheit gegeben werden muss, zu schauen, was ist im Moment wichtig, was wird im Moment gebraucht und welche Prioritäten setze ich in der Pflege. Und dafür sind ja auch die Pflegenden eigentlich ausgebildet. Also sie können das ja, wenn man sie denn ließe, oder? Ja, ja. Nur in diesem Fall war das, was ich sagte, normal bin ich komplett auf deiner Linie. Mhm. Das Schöne bei Dementia Care Mapping ist in vielen anderen Fällen, dass man Probleme sieht im Umgang mit einem Bewohner. Ein Mitarbeiter hat ein Problem und kommt nicht klar. Und der Bewohner ist traurig oder gut, und dann geht der Mitarbeiter wieder weg, Bewohner ist traurig. Dann kommt der nächste Mitarbeiter und macht was und der Bewohner ist glücklich. Mhm. Und denkt, aha, die Lösung läuft mir über den Weg. Und dann muss ich nur in der Rückmeldung sagen, okay, es gab einen Bewohner, der hatte Stress, als man so und so das mit ihm gemacht hatte. Und da kommt 5 Minuten später ein anderer Mitarbeiter, der macht das so. Und dann war er ganz glücklich. Und dann ist nur die Frage von, vielleicht wissen nicht alle das, kann vielleicht die Kollege, der das so gut kann, das den anderen mal zeigen. Ach so. Ja, und das war's dann schon. Ja. Weißt du, und da gibt es so viele, da kann ich, irgendwann, wenn ich in Rente bin, schreibe ich mal ein Buch drüber. Aber da gibt es so viele Beispiele. Das schreiben wir zusammen. Genau. Aber das sind so Dinge, wo ich dann denke von, und das ist das Schöne vom Dementia Care Mapping, man sitzt mittendrin und man sieht gute Dinge, man sieht auch nicht so gute Dinge. Und gerade die guten Dinge den Leuten mal zu spiegeln,
Und dann kann man damit die schlechten Dinge, um es mal so zu sagen, ein bisschen verringern oder abstellen. Ja, das, wobei das Spiegeln, du beschreibst es ja selber, dazu braucht es noch, also Dementia Care Mapping ist ja ein Verfahren, mit dem man das machen kann und auch eine größere Gruppe beobachten kann. Aber im Grunde beschreibst du, dieser Blick von, also ein fachlicher Blick von außen auf etwas, der dann, wo dann die Person, die diesen Blick von außen hat, den Kolleginnen und Kollegen das eben spiegelt. Ob mit Hilfe von Dementia Care Mapping oder dadurch, wie du sagst, dass du über die Stationen oder die Wohnbereiche läufst und Dinge einfach siehst und den Leuten mitteilst. Aber dazu gehört etwas anderes, nämlich ich glaube, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen auch gerne bereit sind, sich Dinge anzunehmen. Also dazu gehört ja auch, dass sie ein Vertrauen in dich haben, dass sie sagen, also das ist nicht jemand, der mich kontrollieren will und dann womöglich sich Notizen macht, was ich denn für schlimme Sachen gemacht habe, sondern da muss ja eine Offenheit von beiden Seiten sein. Wie hast du das geschafft, dass diese Offenheit da ist, offenbar in deinen Einrichtungen? Gut, ich habe natürlich auch durch meinen Arbeitswerdegang ein bisschen Bonuspunkte gesammelt. Ich war am Anfang, was ich schon sagte, mit meiner Auszubildenden. Ich war Anleiter, ich war Praxisanleiter, ich habe die Prüfungen abgenommen. Also ich habe auch etliche Mitarbeiter, die jetzt bei uns arbeiten, bis in Wohnbereichsleitung, die waren früher mal mein Azubi. Ja. Und mit denen habe ich natürlich eine Verbindung. Und die Vertrauen einem, weil die wissen, wer ich bin. Man kennt sich. Ich glaube, Vertrauen, da kommt das Wortchen, man muss, das ist wie personenzentrierte Pflege. Man nimmt Kontakt auf, man muss sich kennenlernen, da muss Vertrauen entstehen. Und du musst dann auch zuverlässig sein, ehrlich, authentisch. Die ganzen Begriffe von personenzentriert Pflege kann man hier loslassen. Und das ist auch meine Meinung, wenn Vorgesetzte diese Prinzipien von personenzentrierte Pflege, Wertschätzung, auf die Mitarbeiter hören, auch ein bisschen nicht etwas tun, was die nicht möchten, auch mal fragen, ist das okay, dass wir das so und so weiter und sich auch mal in deren Perspektive hineinversetzen, wie blöd ist es, wenn man plötzlich nur mit zwei Leuten das sieht und eigentlich müssen da vier sein und am Ende auch zu gucken, wie ist die Umgebung, dann habe ich die ganzen vier Aspekte von VIPS, um es mal so zu sagen, einmal, wenn die Umgebung auch gut gepflegt ist und gut ist und wie lernt man sich kennen als Vorgesetzte und seine Mitarbeiter umgekehrt, die Mitarbeiter, die Vorgesetzten, wenn die aus ihren Zimmerlein herauskommen, morgens oder auch mal regelmäßig und in den Bereichen gehen und dann nicht einmal durchlaufen und dann wie ein Kontrolleur einmal überall reingucken, ist alles schön ordentlich. Und dann kommt ein Blick von einem Vorgesetzten, guckt in ein Wohnzimmer, da ist ein Kreis, da sitzen Leute im Kreis, da ist eine Aktivität, alles gut. Aber dann sitzt Johannes in dem Wohnzimmer und beobachtet die Bewohner und in dem Kreis schlafen 12 Leute oder sind ganz ängstlich. Und dann denkt man, grausam, wie kann man sowas machen? Aber das kriegen die gar nicht mit. Die sagen, oh, das ist doch wunderbar, da ist ein Aktivitätenangebot. Ich sitze dann in dem Zimmer und denke, grausam, wie die Bewohner leiden. Also das muss sofort anders, weißt du so. Und aber die Mitarbeiter hören dann auf mich, weil die kann ich das erläutern, weil ich da bin. Aber ein Vorgesetzter, der so dann darauf besteht, dass Kreise gebildet werden, damit die Angehörigen sehen können, dass es da Aktivitäten gibt, in einem Wohnbereich, wo man gar keinen Kreisen machen soll, weil die Bewohner das gar nicht mehr können, dann ist das natürlich, dann merkt man schon wieder, da ist eine Fehleinschätzung von Vorgesetzten zur Arbeitssituation. Und wie kriegt man das anders, dass man nicht nur durchläuft, dass man sich vielleicht auch mal einmal, vielleicht nicht jeden Tag in jedem Wohnbereich, aber mal da kurz da aufhält, da hinsetzt mit einem Kaffee und mal einmal schnuppert und mal einmal guckt und sich einen Eindruck macht. Ja. Das Schöne ist, wenn Vorgesetzte mit Mitarbeitern mal einmal einen Kaffee trinken, dann das ist was ganz anderes, als wenn man einmal vorbeikommt und man guckt und man geht wieder. So. Und das sind so Dinge, und ich glaube, da ist meine Meinung nach, ich kann das jetzt sagen, mein Geschäftsführer ist ein Mensch, der diese Punkte zu diesen, der hat einen Bezug dazu. Deshalb hat er mir auch in diese Position gelassen und gebracht, weil er weiß, wie wichtig das ist. Aber es gibt auch andere Führungskräfte, wo ich dann immer denke, die könnten davon noch ein bisschen mehr. Ja. Dass man sich mal die Mühe macht.
Aber im Grunde sagst du doch, wenn ich von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern personenzentrierten Umgang, personenzentrierte Pflege erwarte, dann heißt das auch, dass ich meinen Mitarbeitern gegenüber personenzentriert handeln muss. Das ist ja das, was du vorhin beschreibst. Genau, all diese Punkte, also auch empathisch mit ihnen umzugehen, auch mal zu fragen, warum Dinge vielleicht an dem Tag nicht funktionieren, weil nicht jeder ist jeden Tag gleich und nicht jedem geht es jeden Tag gleich gut und so weiter. Nicht? Also im Grunde sind wir immer an dem Punkt, wo wir sagen, dass die Rahmenbedingungen tatsächlich auch geschaffen werden müssen, damit man so arbeiten kann, wie du es beschreibst. Aber du sagst auch, selbst unter den Bedingungen, die wir derzeit haben in der Pflege, und wir wollen gar nicht nochmal groß ausholen zum Pflegenotstand, der auf einmal seit Corona urplötzlich entdeckt worden ist, als ob es ihn vorher nicht gegeben hätte. Ist aber vieles möglich. Und was ich nochmal ganz wichtig finde, ist das, was du zu Beginn sagtest, nämlich personenzentriert zu arbeiten, braucht nicht mehr Zeit, sondern erspart sozusagen sogar Zeit. Genau. Und damit wäre sozusagen deine Stelle keine zusätzliche Ausgabe, sondern, wenn man es übertrieben sehen wollte, im Grunde eine Einsparung sogar für deinen Geschäftsführer. Ja, und dazu kommt, und das ist auch meine Meinung, und ich hoffe, aber ich glaube auch, dass mein Geschäftsführer auch so das sieht, wenn man Mitarbeiter gut schult, und die macht man, die bringt man dazu, gut zu arbeiten, und die Bewohner sind glücklich und die Mitarbeiter geht's auch besser, dann werden weniger krank, hat man weniger Ausfälle. Die Angehörigen sehen, ach, meine Mutti geht's gut oder mein Vater oder mein Ehemann oder was denn auch. Und die merken, ach, das ist ein gutes Haus und die machen dann Werbung für uns. Ja. Wenn jemand die fragt, also wir haben lange Jahre, im Moment durch Corona ist es natürlich alles ein bisschen schwierig, aber lange Jahre hatten wir eine durchschnittliche Belegung von um die 99,1%. So, also da war Wartelisten und eigentlich brauchten wir gar keine Werbung machen, weil die kamen eigentlich auf Mund-auf-Mund-Werbung zu uns. Ja. Und das ist auch, weil wir einen guten Ruf hatten, haben wir auch immer noch. Und Leute kommen gerne zu uns und also das zahlt sich aus. Guten Ruf kommt ja auch irgendwo her, nämlich, dass die Mitarbeiter gut arbeiten, dass die gut geschult sind, dass das Ganze stimmt. Dass man auch jemand hat, der aufpasst, dass es auch weiterhin gut läuft, weil das geht nicht von selbst. Man hat eine Einrichtung in guter Qualität aufgebaut und wenn man dann aufhört zu kontrollieren oder zu begleiten, nicht kontrollieren, im Positiven, Kontrolle ist gut, Beratung ist besser, sage ich immer. Aber es muss eine beratende Kontrolle, die Kombination auf personenzentrierte Art sein, wertschätzend. Und da kann man auch unglaublich viel erhalten. Aber die Erhaltung von Qualität ist wahrscheinlich noch viel schwieriger, als das aufzubauen. Wenn Leute jahrelang in einer gewissen Art und Weise arbeiten, dann kommt Routine, dann wird Betriebsblindheit. Ich laufe immer wieder dagegen. Gestern hatte ich wieder ein Gespräch mit Kollegen. Ja, da merke ich einfach, die arbeiten sehr gut. Aber jetzt in manchen Situationen, die schwierig sind, wenn man das ein Jahr macht, zwei Jahre irgendwann, dann kann man nicht mehr. Und da muss man auch einfach sagen, okay, wie gehen wir dann damit um? Jetzt geht es nicht mehr darum, wie gehen wir gut mit den Bewohnern? Wie gehe ich so mit den Mitarbeitern um, dass sie es weiterhin auch noch die nächsten Jahre auch noch schaffen? Ja. Ohne komplett kaputt zu gehen. Und man das ist einfach auch eine Fürsorgepflicht für die Mitarbeiter. Es reicht nicht zu sagen, unsere Mitarbeiter sind das höchste Gut, sondern dem müssen auch Taten folgen. Das heißt, man muss dann auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da sein. Ne? Genau. Aber ich merke dann in dem Moment, wie du sagst, ich sitze manchmal in einer Rückmeldung von meinen Beobachtungen und dann merke ich, die Leute sind alle fertig. Und dann frage ich von Menschen, wie geht's euch? Und dann komme ich auch mal, wenn ich mich vorstelle, bei euch hier arbeiten zu müssen, mit diesem Krach oder mit diesem schrecklichen, was da alles so an Unruhe. Ich sage, ich würde nach einer Stunde brüllend weglaufen. Wie hält ihr das aus? Ne? Wie geht's euch damit? So, und dann wird das thematisiert und dann ist alles andere nicht wichtig. Weißt du, das sind so. Und weil die Mitarbeiter wissen, dass ich diese Seite auch sehe und auch wertschätze. Und wenn man ein Problem lösen will, dass ich dann nicht sage, von wie man das macht, dass ich immer frage, welche Möglichkeiten habt ihr, welche zeitlich auch, um das und das zu machen. Weil die Ideen sind schön, aber wir müssen es auch noch umsetzen können. Genau. Könnt ihr das eigentlich? Oder? Und wenn nicht, was braucht ihr? Und dann kommt ein
Rückmeldung an die Pflegedienstleitung. Mit diesem Personalbestand können wir das nicht. Ja. Und ich sehe das manchmal ein. Und dann mache ich mich da auch noch, in meinem Bericht schreibe ich auch noch, ich glaube, dass es nur gehen würde mit mehr Personal. Oder dass ich glaube, dass es mit diesen die Ideen sind schön, nur das ist nicht umzusetzen. Ja. Weißt du? Und weil die Mitarbeiter das wissen von mir, dass ich auch ein Stück weg auf deren Seite stehe, entsteht Vertrauen. Und wenn man da vertrauensvoll mit umgeht über die Jahre und die, ich falle die nicht im Rücken, ne, wir haben ja auch die Vertraulichkeitsklausel bei unseren Demenzerkennungen, die halte ich ein und die lasse ich nicht kaputt machen. Und ich werde manchmal vom Vorgesetzten unter Druck gesetzt, von kannst du nicht mal berichten? Nein, keine Namen. Jetzt gehen wir mal davon aus, du bist ja jetzt zuständig bei euch für 8 Einrichtungen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass Leute sagen, naja, wenn man 6 oder 8 oder noch mehr Einrichtungen hat, dann kann man sich sozusagen so jemand leisten, der von außen, wer könnte so einen Job, wie du ihn machst, erledigen, wenn ein privater Träger, der nur in Anführungszeichen eine Einrichtung betreut? Ist auch das dann möglich? Oder müsste man jemand holen oder müsste man es so machen, wie du es am Anfang gemacht hast, dass man jemand prozentual freistellt für diese Tätigkeit? Oder wie wäre dein Vorschlag bei kleinen Einrichtungen, bei nicht großen Trägern vor allen Dingen? Ja, ich glaube, natürlich muss man sagen, dass wenn man voll in Pflege drin ist, im Pflegeplan oder in der Dienstplanung drin, und man hat im Moment oft zu tun mit Krankmeldungen und dann will ich was machen. Das weiß ich noch aus meiner Dementia Care Mapping Zeit mit 50%. Ja. Ich habe da relativ schnell gemerkt, wenn ich das nicht ganz klar organisiere, dann muss ich ständig meine Beobachtungen absagen, weil wieder jemand krank ist und ausgefallen. Ja. Ja. Und dann habe ich ich hatte wieder Glück, eine Wohnbereichsleitung, die das auch eingesehen hat. Und wir haben dann die Klausel gemacht, du arbeitest eine Woche in der Pflege und eine Woche bist du Dementia Care Mapping. Und dann bist du nicht im Dienstplan. Also ich hatte nur immer so Löcher, eine Woche Arbeit, eine Woche DCM, eine Woche Arbeit. Und in der Woche, wo ich dann DCM hatte, da könnten krank werden, wer will, aber ich bin im DCM und nicht in der Pflege. Ich stehe nicht zur Verfügung. Und da braucht man auch einfach eine Organisation, die das so ganz klar für denjenigen, der so eine Aufgabe hat, auch reguliert und ihm dafür auch den Freiraum gibt. Und wenn man also das nicht da macht. Wieder muss sozusagen von oben auch für von so eine oben Stelle müssen muss die das Rahmen ganz Dinge, klar. Genau. Ja. Und das muss ganz klar organisiert. Und ich habe viele Menschen ausgebildet in Dementia Care Mapping, du auch. Und die gehen dann in die Einrichtung und machen es 1-2 Mal und nie wieder, weil die kriegen keinen Freiraum. Und das sagen, das mache ich nicht in meiner Freizeit. Das ist ja Arbeit. Und dann hören die wieder auf. Ja, ja. Das ist Praxis. Okay, das Ganze heute nicht zu sprengen, wir könnten an der Stelle noch viel mehr weiterreden. Und vielleicht machen wir speziell, ich glaube wirklich, dass diese Idee einer Stabsstelle oder einer zumindest prozentual festgelegten Stabsstelle, die sozusagen diese Beobachtung macht, ob mit Dementia Care Mapping oder anderen Verfahren, lassen wir mal dahingestellt, aber die Möglichkeit haben, von außen drauf zu schauen und den Kolleginnen und Kollegen etwas zu spiegeln und was das für Voraussetzungen braucht, dass das extrem wichtig ist. Und ich würde gerne mit dir noch über Dinge wie Fallarbeit und so etwas reden. Wir wollen aber heute noch ein Stückchen weiterkommen. Ja. Ich möchte noch, wie gesagt, ich kenne dich ja jetzt schon recht lange und du machst in Anführungszeichen nicht nur diese Tätigkeit auf deiner Arbeit, sondern du hast immer auch, also du sagst, du machst Fort- und Weiterbildung nicht nur im Bereich Dementia Care Mapping, sondern überhaupt im Bereich des Umgangs mit Menschen mit Demenz, machst du personenzentrierter Ansatz, machst du Fortbildung, du hast immer auch publiziert oder seit vielen Jahren publizierst du in Fachzeitschriften zu sehr konkreten Themen, sehr praktischen Themen, was ich auch immer als Herausgeber meiner Zeitschrift so geschätzt habe. Aber seit einiger Zeit bist du auch Mitglied der DED, der Deutschen Expertengruppe Dementenbetreuung e.V. Ich glaube, es ist ein eingetragener Verein, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und das war eigentlich mal der Anlass für dieses Interview heute. Ich fand allerdings, wie ich dir zu Beginn des Gesprächs gesagt hatte, als die Kameras noch nicht an, deine eigentliche Tätigkeit noch viel, viel wichtiger. Aber nichtsdestotrotz möchte ich auch kurz darüber sprechen. Und zwar, was ist die DED eigentlich? Und was sind die Ziele der DED? Ja, die DED hat, kurz, ist 1997 gegründet, weil in den Jahren davor, vor allem auch in Hamburg,
gab es ganz viel Bewegung in der Dementenbetreuung. Man merkte, da ist ganz viel nicht in Ordnung. Und Kidwood hat sein Buch Dementia Reconsidered 1997 auf den Markt gebracht. In Hamburg kam das Hamburger Modell in diese Zeit. Und da waren ganz viele Leute ganz aktiv am Diskutieren von, da muss was verändern, es geht so nicht weiter. Und wir Fachleute, wir müssen uns zusammentun und wir müssen, ja, in diesem Bereich was verbessern. So, und diese Leute, die hier in Hamburg, aber auch in Norddeutschland und überhaupt sich da getroffen haben, haben dann irgendwie in 97 gesagt, okay, wir machen einen Verein, wir treffen uns regelmäßig, wir machen Tagungen und so weiter, wir tauschen uns aus und wir bündeln unser Wissen, um anderen damit zu beglücken. Ich weiß, später hast du auch Dialogzentrum Demenz, der DZLA, sind alles so, auch Initiativen, wie kann man das Wissen, was es gibt, auch bei anderen Menschen ankommen lassen. Mhm. Und das waren allerdings am Anfang Ärzte, Psychologen, auch Pflege, aber auch ganz viele andere Berufsgruppen, die da zusammen sich Gedanken gemacht haben über die Dementenbetreuung. Und die haben da Tagungen gemacht, die haben Bücher geschrieben. Aber gut, die Ziele, es gibt eine ganze Reihe. Es geht natürlich darum, dass man das Wissen verbreitet als Ziel, dass man die Situation von Menschen mit Demenz verbessert. Letztendlich auch, dass man möglicherweise Instrumente entwickelt, um die Qualität, die Lebensqualität von Menschen, die haben auch alle möglichen Dinge da versucht zu entwickeln. Da gab es das sogenannte IQM-Demenz. Genau. Integriertes Qualitätsmanagementsystem. Da wurden auch Ideen, da wurde auch aus der deutschen Expertengruppe raus mit dem Bundesministerium gemeinsam ein Instrument entwickelt, um Leute zu helfen, sich zu verbessern. So, aber das sind so alles so Dinge. Aber über die Jahre kann man sagen, hat diesen Verein in der Anfangsphase auch noch viele Bücher publiziert oder Publikationen gemacht. Aber irgendwann merkte man dann, und merke ich auch, ich bin in 2010 Mitglied geworden. Nachdem ich meine Trainerausbildung BCM fertig hatte, meinte ich, ich muss mal wieder was Neues. Und dann hatte ich schon mal gehört von der DED und ich wurde schon mal gefragt. Da habe ich gesagt, okay, ich mache wieder was Neues, ich werde Mitglied. Und nach 3 Jahren haben die mich dann auch mehr oder weniger gefragt und dann bin ich im Vorstand gewählt worden. So. Und seit 2013 bin ich auch im Vorstand. Aber was in diesen Jahren so passiert ist, ist, dass man jedes Jahr 2 Tagungen macht zu Themen. Und dann kam Corona, dann war auch mal ein bisschen Sendepause, dann wurde das alles mit Zoom, das hat doch ziemlich reingehauen. Aber auch die Tendenz war, das kennst du ja aus deiner Zeitschrift, neue Themen zu finden für eine Tagung, wenn man schon 20 hatte oder 30 oder 40, es wird immer schwieriger. Mhm. Und weil zu alle möglichen Dinge inzwischen heutzutage schon ganz viel publiziert, geforscht und so weiter weiterentwickelt ist, hat die deutsche Expertengruppe Dementenbetreuung immer weniger Bereiche, wo sie, denke ich, noch was Neues anbieten kann. Und da war eigentlich die letzten Jahren, denke ich, ist die Stärke auch und auch der Grund, wo Menschen in der deutschen Expertengruppe Dementenbetreuung drin sind, weil da auch ganz viel miteinander gesprochen werden kann. Auf solche Tagungen trifft man sich, Netzwerkarbeit, man hört viel voneinander. Also ich glaube eher auch diese persönlichen Kontakte sind da unglaublich noch immer weiter im Vordergrund gerückt. Mhm. Und für viele auch immer noch ein Grund, da Mitglied zu bleiben, weil es auch ganz angenehm ist, dass man sich so austauschen kann. Ja, für wie wichtig hältst du es, dass Menschen aus der Praxis überhaupt sich in solchen Vereinen, Vereinigungen zusammensetzen? Ja, ich denke, es ist, ich sehe das als sehr wichtig und auch eine Rolle von der deutschen Expertengruppe Dementenbetreuung, das habe ich nicht gesagt. Wir gucken uns natürlich auch an, was passiert in Deutschland in dem Bereich. Ja, das Ziel, wir vertreten auch ein Stückchen weg die Interessen von Menschen mit Demenz, die das nicht mehr können. Und da kommt eine nationale Demenzstrategie. Und da haben wir auch von Anfang an darauf bestanden, dass wir da auch mitmachen dürfen. War nicht so einfach, aber unser Vorsitzender ist in einer von diesen 3, 4 Arbeitsgruppen auch mit drin, Pflege und Versorgung, und denkt damit, guckt damit. Und wenn es da Sachen gibt, wo man merkt, von da geht es unserer Meinung nach in die falsche Richtung, dann schreiben wir auch mal eine Stellungnahme, einen Brief am Bundesministerium. Also wir sind auch ein bisschen so kontrollierend, überwachend, tätig. Also auch politisch doch im Grunde, ja? In dem Sinne auch politische Arbeit, ne?
Ja. Und das finde ich so bemerkenswert. Also du bist jemand, der aus der Pflege kommt, in der Pflege, Betreuung, Versorgung arbeitet, aber trotzdem eben halt auch politisch arbeitet. Und das halte ich für so enorm wichtig, weil die Leute aus der Pflege im Grunde, zum Beispiel im Fernsehen oder sonst wo, nur zu Stichwortgebern degradiert werden, die ein bisschen erzählen dürfen, wie sehr sie doch leiden unter der Situation. Ja, 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 ja. Und dann sitzen die Großen zusammen, das sind dann Psychologen, Mediziner und Politiker, und die diskutieren dann die Pflege. Und umso schöner ist es dann, wenn Pflege sich selber endlich einschaltet und endlich spricht. Ja, genau. Detlef, mir fällt gerade ein Parallel ein. Vor ein paar Jahren hatten wir die Diskussion über generalisierte Pflegeausbildung. Und das war schrecklich. Die Altenpflege geht kaputt und man macht alles. Ja. Das war nur grausam. Und welche Menschen haben das alles gesagt? Oh, das waren die Arbeitgeberverbände, das waren Ärzte, das waren Psychologen und. Auch Altenheimsbetreiber. Ja, das meine ich. Die ganze. Ja. Aber wer war dafür? Die ganze Pflegekräfte. Ja. So, und dann habe ich immer gedacht, von ja, ist wieder interessant. Wer nicht weiß, was Pflege ist, versteht nicht, dass auch generalisierte Pflegeausbildung auch Pflege ausbildet. Und ob ich ein Kind. Ein Windelhose. Ich mach mal ein bisschen blödes Beispiel. Ein Windelhöschen ummach, wenn es inkontinent ist noch, wenn es das noch nicht kann. Oder Menschen sind im hohen Alter wieder inkontinent und brauchen auch wieder ein Windelhose. Das Prinzip ist ja gleich. Die Windelhose ist nur ein ganz Ecke größer. Ja. Aber dass Menschen in der Pflege, wir Menschen müssen ja alle essen, trinken, auf Toilette und so weiter. All diese pflegerische, körperliche, pflegerische Geschichten, gilt für alle und auch die Psychosoziale. Meine Tochter arbeitet in der Kita und die sagt, was ich im Altenheim mache, das macht sie in der Kita genauso. Die seelische Betreuung. Ich habe kurz vor kurzem, ich mache diesen Podcast Wissenstransfer vom Dialogzentrum und da habe ich ja immer so eine kurze Rubrik drin, die heißt nur ein kurzer Gedanke, wo ich so ein paar Gedanken von mir schildere. Ja, ja. Und in einem der letzten Gedanken habe ich genau das geschildert, nämlich die Frage nämlich, ob personenzentrierte Pflege tatsächlich etwas Spezialisiertes für Menschen mit Demenz ist oder ob personenzentrierte Pflege nicht einfach eine Haltung ist, die grundsätzlich bei Hilfs- und Pflegebedürftigen sozusagen angesagt ist. Und das ist es natürlich. Ja, das ist keine Spezialität der Demenz. Ja. 100%. Ja. Ja. Mhm. Okay, also für alle die das interessiert mit der deutschen Expertengruppe Dementenbetreuung, wir werden unter dieses Video und auf unserem Blog nochmal einen Link machen auf die Seite. Ach so, kann da jeder mitmachen? Die Menschen, die mitmachen, die beantragen eine Mitgliedschaft, aber wir erwarten natürlich, dass man Erfahrung hat mit Demenz, dass man, das heißt ja auch Expertengruppe Dementenbetreuung, man muss schon ein bisschen in dem Bereich arbeiten und wir freuen uns auch immer, wenn Leute schon mal was gemacht haben, irgendein Projekt oder so oder irgendwie Erfahrungen schildern und das wird dann einfach geguckt. Da gibt's einige Kollegen im Vorstand, die beurteilen das, die fragen uns und dann nehmen wir jemand auf, wenn wir meinen, das ist eine Bereicherung. Mhm. Also nicht jeder. Also wenn jemand gar keine Ahnung von Demenz oder so hat, dann natürlich nicht. Ja, aber wenn da schon aber das können die Leute dann mit euch verhackstücken. Wie gesagt, ich nehme unter dieses Video nochmal die Seite auf und für wen das sehr interessiert, der kann sich dann bei euch nochmal melden oder respektive bei dir oder wie auch immer oder an die deutsche Expertengruppe schreiben. Da werden wir bestimmt eine E-Mail-Adresse haben, falls Fragen gibt zur Arbeit der deutschen Expertengruppe. Aber ich denke, was nochmal wichtig ist, ist, dass Pflege, so wie du es beschreibst, lernt darüber zu sprechen, was sie tut und auch was sie Gutes tut, damit andere wiederum davon lernen können. Ja, und das denke ich, kann man im Rahmen solcher Expertengruppe, da ist es noch übergeordnet. Spannend, da finde ich auch, dass es eben halt multiprofessionell ist, dass es eben halt nicht nur eine Gruppe ist, weil ich glaube, wenn es so etwas gibt wie eine Lösung, dann ist die Lösung sicherlich multiprofessionell in der Versorgung und Betreuung von Menschen mit Demenz und nicht monodisziplinär. Also da kann man sich dann nochmal näher drum kümmern. Kommen wir zum letzten Punkt des heutigen Gesprächs. Halten wir relativ kurz, obwohl es eigentlich ein Riesenpunkt ist, nämlich um die Zukunft der gerontopsychiatrischen Versorgung. Jetzt stelle ich dir mal eine ganz gemeine, ketzerische Frage. Könntest du dir vorstellen, in 10, 15 Jahren in einem Altenheim zu leben? Gute Frage. Aber hängt davon ab, wo? Mhm. Also ich habe
die Einrichtung, die ich beschrieben habe, wo ich am Anfang in meinem alten Pflegelaufbahn gearbeitet habe, da würde ich mal sagen, da würde ich alles dran setzen, dass ich da nicht reinkomme. Sehr drastische Maßnahmen. Also da hätte ich so ein Angst und da würde ich nie, da würde ich auch meine Kinder sagen, sowas, dann helft mir aus dem Leben raus ungefähr, aber da nicht rein. Aber wenn ich in eine Abteilung kommen würde, in einigen von denen, wo ich selbst lange gearbeitet habe, wo personenzentriert gearbeitet wird und die Mitarbeiter das auch tun und auch können, und ich habe da einige Einrichtungen, wo ich weiß, da ist ein guter Geist. Also da denke ich, wenn ich in guten Händen bin, dann könnte ich mir das auch vorstellen. Aber wahrscheinlich wird es ja ähnlich. Es gibt diese berühmte Studie oder eine der vielen Studien von Spangenberg, der eben halt festgestellt hat, dass nur 5% der Menschen, so um die 40, die man befragt, für den Fall, dass sie hilfs- und pflegebedürftig werden, sich überhaupt vorstellen können, in einem Altenheim zu leben. In Wirklichkeit leben 20-25% der Menschen. Ja, ja. Das heißt, die meisten, und das sollten wir wahrscheinlich auch einfach nicht ignorieren, wollen nicht in einem Altenheim leben. Und daraus ergibt sich meine nächste Frage, nämlich, sind Altenheime auch Wohnmodelle für die Zukunft noch oder geht es darum, diese vielleicht derzeit noch nötigen Wohnmodelle zu überwinden? Die Frage ist, ob man das gänzlich kann, weil es gibt Menschen, wofür die sozialen Fangnetze einfach nicht da sind. Also ich befürworte immer, dass man alles, also wenn Menschen zu uns kommen, auch wenn ich im Heim arbeite, ich sage immer, versuch doch zu Hause oder im eigenen Umkreis, ambulant vor stationär oder zu Hause vor stationär, ohne ambulant, das ist ja das meiste, glaube ich. Aber ich sehe solche Lösungen eigentlich primär als besser. Und ich würde auch gerne diese ganzen Menschen in ihre eigene Wohnumgebung unterstützen, damit es so lange wie möglich da auch geht. Und da finde ich eine Idee aus Holland, was ich hier leider immer noch vermisse. Wenn man da eine Demenzerkrankung hat, dann hat man Anspruch bei der Krankenkasse auf irgendeine Begleitperson, pflegerisch oder was dann auch, der einen begleitet während seiner Demenz und der einen unterstützt, die richtige Lösung zu finden jederzeit. Und das ist eine Fachkraft mit Ahnung, die einem wirklich zur Seite steht. Und wenn dann die Frage ist, was machen wir jetzt? Ambulante Pflege, stationär, mit so jemand zusammen, der die Situation kennt, der die Menschen über die Jahre kennt, da ist wieder Vertrauen, da guckt man dann gemeinsam. Also ich glaube, das wäre schon mal ein Ding, was man machen könnte, damit man auch nur dort einweist in Pflegeheime, wo es auch wirklich nicht anders geht. So. Ja. Und trotzdem finde ich es auch schön, dass man alle möglichen andere Wohnformen, Ideen, es gibt ja diese Quartiersidee, dass Nachbarn sich kümmern um alle Menschen in deren Nachbarschaft, die betroffen sind. Es gibt so die Dörfer, wo Menschen einfach von ihren ganzen Mitbewohnern auch mit aufgefangen werden und der kann da einfach rumlaufen, verwehrt und da ist irgendwo jemand, der ihn begleitet oder nach Hause bringt oder mal auf einen Kaffee einlädt. Und da ist Demenz gar kein Problem, weil alle passen mit auf. So. Und das sind natürlich die schönsten Zukunftsvisionen, aber das in einer Großstadt wie Hamburg. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich glaube ja weiterhin an eine Idee, um die ich mich jetzt schon seit einigen Jahren in meiner nie fertigzustellenden Promotion kümmere. Das ist die Idee der Gastfamilien oder der Pflegefamilien für Menschen mit Demenz. Aber dazu werde ich demnächst noch mal ein eigenes Video machen, wo wir das thematisieren. Okay, dann würde ich gerne hier abschließen, würde aber gerne noch einen Hinweis in eigener Sache geben. Es ist uns nämlich gelungen, den Johannes für ein Online-Seminar bei uns zu gewinnen, und zwar am 6. Oktober diesen Jahres von 9 bis 12.30 Uhr. Dort sind auch noch Plätze buchbar über Zoom. Ein sehr praktisches Seminar, genannt hat der Johannes das Demenz-Selbstbestimmung im Alltag ermöglichen. Und vielleicht kannst du mit ein paar wenigen Worten einmal beschreiben, um was es in diesem Seminar gehen wird. Naja, es geht darum, dass man, ich werde aufzeichnen, wie leicht wir Pflegekräften oder Betreuenden uns dazu bewegen, aufgrund von unserer Fürsorgepflicht zu Fremdbestimmung zu kommen. So, und da möchte ich einfach noch mal ein bisschen sensibilisieren, dass es auch in den ganz banalen alltäglichen Dingen möglich ist, die Selbstbestimmung von Leuten auch zu beachten. Und wie man das dann macht. Und da habe ich Beispiele von Kollegen, die das nicht machen, und ein anderes Beispiel von der gleichen Kollegen, ein anderer Kollege beim gleichen Bewohner
die macht das ein bisschen anders. Ja. Und da komme ich auch wieder zum Thema, wie viel Zeit kostet Fremdbestimmung und wie viel Zeit spart, wenn man Menschen mit Demenz selbstbestimmend mitlässt. Das ist irre. Also das kann man, da würde Herr Lauterbach gleich sagen, wenn man das in ganz Deutschland umsetzt, dann kann die Pflegenotstand ist dann gar nicht mehr da, aber ungefähr. Ja, Ich betreibe es ein bisschen. Aber einfach nochmal, das ist schon Thema und auch Wege aufzuzeigen, wie man Menschen mit Demenz, ja, wie man die Selbstbestimmung da einfach erkennen, die Möglichkeiten da erkennen kann, da noch ganz viel zu machen. Es ist ganz praktisch, wie kann man bei jemandem, der nicht mehr reden kann, sehen, was er will. Wunderbar. Wer sich dafür interessiert, okay, für dieses Seminar, es sind noch Plätze buchbar, gehen Sie auf den Blog des Dialogzentrums www.dzla.de. Dort gibt es einen Reiter Dialogakademie, dort können Sie sich noch einmal ein bisschen anschauen. Oder dort hat der Johannes ein paar Worte aufgeschrieben, um was es geht in dem Seminar, wie Sie hören. Ja. Ein sehr praktisches Seminar, was ich extrem wichtig finde. Am 6. Oktober startet morgens um 9 Uhr. Sie können sich also noch anmelden. Wir freuen uns darüber, wenn Sie sich anmelden, weil wir natürlich wollen, dass diese Dinge tatsächlich auch stattfinden. Mein Lieber, das wär's erstmal. Etwas, was du unbedingt noch loswerden willst. Nö. Dass ich mich freue, dieses Interview mit dir zu führen. Ja, das hat mich auch sehr gefreut. Ganz wunderbar. Ja. Also, mein Lieber, dann wünsche ich dir, du hast Urlaub, habe ich gehört von dir seit heute eigentlich, dass du dir diese Zeit in deinem Urlaub genommen hast. Und ansonsten bleiben wir wie immer in Kontakt. Das war Johannes van Dijk. So richtig aussprechen kann ich es immer noch nicht. Aber war schon gut. War schon gut, ja, immerhin. Also ja, das war Johannes van Dijk in unserer neuen Serie aus der Praxis für die Praxis. Und ich denke, das war es auch heute, nämlich ein sehr praktisches Interview mit sehr praktischen Themen und vielleicht die Idee der Stabsstelle, des von außen auf etwas schauen mit einer Fachausbildung, was ich glaube ich sehr wichtig finde, weil man bestimmte Dinge auch nur sieht, wenn man viel darüber weiß, von außen auf etwas zu schauen, um dann mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten an einer Verbesserung. Oder auch, um einfach festzustellen, wie gut man ist. Auch das ist ja möglich, ja, dass man draufschaut und sagt, hey, da brauchen wir nichts ändern, sondern es ist einfach klasse, wie er das macht. Etwas, was Pflegende auch ganz dringend brauchen, dass mal einer sagt, wenn etwas gut ist. Und nicht nur, wenn Dinge vielleicht nicht so gut sind. Also noch einmal vielen, vielen lieben Dank, Johannes. Bis bald.